Der Verfahrenstechniker Professor Lutz Mädler hat jetzt die am höchsten dotierte Förderung des Europäischen Forschungsrates erhalten. Den sogenannten ERC Advanced Grant bekommen nur europäische Spitzenforscher. Die mit 2,5 Millionen Euro dotierte Auszeichnung soll ihnen risikoreiche Forschungen in ihren Fachgebieten ermöglichen. Mädler und sein Team arbeiten an neuen Technologien für die Herstellung maßgeschneiderter Materialien und Oberflächen. Unsere Verfahrenstechnik speziell untersucht und erforscht Prozesse, um neue Materialien herzustellen. Also komplett neue Prozessmöglichkeiten. Und ein Prozess, an dem wir schon sehr lange arbeiten hier in Bremen, sind Sprühprozesse. Also Sprühprozesse sind sowas wie in der Dusche. Ja, also gibt es ganz, ganz viele Tropfen. Und wenn es so viele Tropfen gibt, dann gibt es auch sehr viel Oberfläche und die kann dann sehr gut reagieren. Und das nennt man dann reaktives Sprühen. Mit so einem Spray kann man in großen Reaktoren ganz tolle Materialien herstellen für Batterien, für Autoabgaskatalysatoren, für Sensoren. Und wir wollen eben diese Prozesse besser verstehen. Um ganz neue Materialien zu konzipieren und Prozesse für solche neuen Materialien zu konzipieren, braucht man das Verständnis auf der ganz kleinen Skala. Und wenn man sich das ganze Spray anschaut, dann ist die kleinste Skala dort wirklich der einzelne Tropfen. Und was wir hier machen, ist, wir arbeiten an solchen Einzeltropfen und lassen die reagieren und schauen mit komplizierten Messmethoden drauf und sehen zum Beispiel auch, dass so ein Tropfen durchaus auch während seiner Lebenszeit explodieren kann. Und diese Explosion ist ganz, ganz wichtig für das, was die Materialien dort machen, wie die entstehen und was dort am Ende rauskommt. Und in unserem Projekt haben wir uns überlegt, dass man an so einem einzelnen Tropfen praktisch den ganzen Reaktor schon simulieren kann. Das heißt, wir können mit dem einzelnen Tropfen schon neue Materialien versuchen zu finden. Und das ist relativ einfach. Man braucht nicht viel Flüssigkeiten, der Reaktor ist sehr, sehr klein, es kann nicht viel passieren. Und wenn wir das dann gefunden haben, dann müssen wir natürlich das Know-how erarbeiten, wie man von diesem einzelnen Tropfen wieder auf das komplette Spray kommt. Lutz Mädler lehrt und forscht an der Universität Bremen und im Leibniz-Institut für werkstofforientierte Technologien, IWT. Die begehrte europäische Auszeichnung soll seine richtungsweisende Grundlagenforschung vorantreiben. Für das Leibniz-IWT ist es bereits der zweite ERC Advanced Grant. Für Wissenschaftler der Universität die sechste Förderung dieser Art.